Zweiter Spieltag der Segel-Bundesliga 2016 in Konstanz. 7 Stunden Live-Coverage vom Bodensee. 62 Rennen und insgesamt 455 getrackte Meilen. Das entspricht immerhin einer Distanz von Kiel nach Konstanz. Für eine Wakeboard-Meisterschaft wären die ersten beiden Tage dieses Wochenendes ein Traum gewesen. Für Segler eher nicht. Denn der Freitag und der Samstag waren der reinste Flautenpoker. Ja, der wenige Wind liegt mir überhaupt gar nicht, der gestern war. Und wir sind auch irgendwie nicht ins Fahren gekommen. Und jetzt glaube ich oder hoffe ich, dass es sich gelöst hat. Aber wir können im Moment auch noch nicht richtig starten, weil da kämpft der Ostwind mit dem Westwind und dann ist wieder hin und her. Schon am Freitag zeichnete sich ab, dass die Bayern und Baden-Württemberger hier im Süden am besten klarkommen würden. Am Samstag kamen dann noch die Berliner hinzu. Und die norddeutschen Vereine waren ziemlich durch den Wind und sackten immer tiefer in den Keller. Die einzigen mit Konstanz in Konstanz, der deutsche Meister aus Tutzing. Wie geht's? Ich frage dich zum 10. Mal, ich begreife es nicht. Warum schafft ihr es immer wieder? Ja, wir haben zurzeit heute und gestern sehr, sehr gute Starts gefahren und der Wind dreht nicht so stark wie jetzt in Starnberg und da sind dann nur noch wenige Verschiebungen nach dem Start. Und ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus dieses Wochenende. Eine der ganz großen Überraschungen an diesem Wochenende, der Lindauer Seglerclub. Die Aufsteiger auf Platz 4. Der Beweis, dass in dieser Liga alles möglich ist. Wir kommen immer mit der gleichen Mannschaft und wir verstehen uns gut und haben Spaß hierbei zum Segeln. Und solange es so bleibt, sind wir ganz zufrieden. Ja. Dann kam der Sonntag und dieses Wetter. Als es über Konstanz wie aus Eimern schüttete, zeigte der deutsche Touring-Yachtclub aus Tutzing, warum sie im vergangenen Jahr souverän deutscher Meister geworden sind. Nach ihrem 2. Platz in Starnberg folgte bei teilweise chaotischen Wetterbedingungen der Sieg in Konstanz und damit natürlich die Führung im Gesamtklassement. Eigentlich probieren wir immer nur, jedes Event das Beste zu machen und die ganze Saison, das wird dann schon, wenn wir uns einfach jedes Event anstrengen und das für sich sehen und auch gezielt auf das Event vorbereiten. Das Märchen der Jungs aus Tutzing geht Ende Juli in Travemünde in die nächste Runde. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch immer.